Ich mache mir Sorgen, denn Freunde, Verwandte, Bekannte berichten mir plötzlich über ganz eigenartige Krankheiten, die sie haben. Auch Zuschauer übrigens, die mir schreiben. Plötzlich Krankheiten, die angeblich sehr selten sind. Sie schreiben mir, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie, ja, dass sie diese Krankheiten haben, und ich mache mir darüber große Sorgen. Es gibt auch Ärzte, die diesen Freunden sagen, das ist etwas, das kommt selten vor, das haben wir nicht oft. Es sind auch Krankheiten, bei denen psychosomatische Bedingungen, psychosomatische Krankheiten, psychosomatische Hintergründe eine Rolle spielen. Wie kann das sein? Und einige haben einen Virus, vermutet man, einen Virus, der sehr, sehr, sehr selten ist. Eine Viruserkrankung, die auf das Immunsystem geht. Nein, nicht das, was wir weltweit haben, sondern andere Viruserkrankungen, andere Geschichten. Plötzlich tauchen sie auf. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Ich mache mir große Sorgen. Ich mache mir große Sorgen wegen den Freunden, Verwandten, Bekannten und auch wegen den Zuschauern, die mir Mails schreiben. Was sind das plötzlich für neue Krankheiten, die hier auftauchen? Nein, nicht die weltweite Geschichte. Einige Ärzte vermuten, dass es womöglich, wie gesagt, psychosomatisch ist und auch, dass da gewisse Bedingungen mit eine Rolle spielen. Krankheiten, die auf die Atmungswege gehen und auch Krankheiten, die auf das Magen-Darm-System gehen. Bakterien auch. Was ist das? Was ist hier los? Ja, eine Freundin muss operiert werden. Andere sitzen zu Hause und versuchen es auszukurieren. Ich habe das mal gegoogelt, all die Krankheiten, die mir gerade mitgeteilt werden. Ich google sie natürlich und schaue und dann lese ich, ja, wie gesagt, psychosomatisch. Bei einigen vermute ich, dass es auch mit damit zusammenhängt. Das ist meine eigene Vermutung. Ich bin ja keine Ärztin, aber ich habe ja einen gesunden Menschenverstand, dass der Körper vielleicht denkt, dass er, wenn er nicht mehr frei atmen kann, dass er dann womöglich mit anderen Dingen auch reagiert. Unser Körper ist ja ein wunderbares System. Ein wunderbares System. Es ist unser Avatar für unsere Seele. Und wenn die Seele leidet, leidet natürlich auch immer der Körper. Und es tut mir unheimlich weh und ich mache mir sehr, sehr große Sorgen. Einige sagen, einige Zuschauer, sie sind im Paradies, aber sie sehen nicht immer glücklich aus. Ja, meine Augen sprechen natürlich Bände, das ist klar. Weil ich habe ja auch einige Leute zurückgelassen, Leute, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe und über die ich mir, wie gesagt, große Sorgen mache. Da sind Menschen, die sind lustig normalerweise und die sitzen jetzt zu Hause rum mit einer Depression. Auch ältere Menschen, auch meine Mutter. Sie hat ein wunderbares soziales Leben mit 85 Jahren. Sie hat viele Freundinnen. Sie geht wandern, sie macht Turnen, sie geht schwimmen, sie spielt Bridge, sie machen Musik, sie singen normalerweise. All das. Ein ausgefülltes soziales Leben mit 85 Jahren nach einem erfüllten Leben. Und jetzt geht es nicht mehr. Sie sitzt alleine zu Hause rum. Ihr fehlen die sozialen Kontakte. In dem Örtchen, in dem sie lebt, hat alles geschlossen. Jedes Restaurant, jede Bäckerei, jedes Café, jedes Geschäft, wo sie mal kurz reinschaut, weil sie die Geschäftsinhaber kennt und dort seit Jahren einkauft und vielleicht mal, keine Ahnung, ein kleines Blüschen kauft oder ein neues Nachthemd oder was auch immer, auch wenn sie es nicht wirklich braucht. Es macht Spaß, mit den Leuten zu reden. Und ein kleines bisschen die Wirtschaft immer anzukurbeln, auch dafür zu sorgen, dass diese Menschen, die man kennt, ein bisschen Umsatz haben. So funktioniert das in kleineren Orten. Aber alles ist geschlossen.
Sie kann nirgends hin. Das Einzige ist der Supermarkt. Und auch da nur mit Läppchen, mit Abstand und so weiter. Was für ältere Leute natürlich auch ein Riesenproblem ist, weil die vergessen das. Die sind doch ein bisschen schusselig. Den Abstand einhalten, da denken sie vielleicht auch nicht immer dran. Und dann werden sie angeschrien. Gerade jetzt im Januar ist so eine wirklich, wirklich heikle Zeit. In Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, in der EU. Ja, womöglich auch weltweit, aber vor allen Dingen in den Ländern, in denen es grau ist und kalt ist. Grau und kalt. Ja, und sie berichten natürlich regelmäßig. Es ist grau, Claudia, es ist kalt. Wir können nichts machen. Wir sitzen zu Hause rum. Wir dürfen nicht einmal mehr zur Arbeit. Die Kinder dürfen nicht zur Schule. Was ist das für ein Leben? Klar, dass man dann krank wird. Wie gesagt, neue Krankheiten, irgendwelche neuen Viren. Nein, die Viren sind nicht neu, die gab es schon. Aber Viruserkrankungen, die auf das Immunsystem gehen, gepaart mit einem psychosomatischen Hintergrund. Wie gesagt, ich habe einige Krankheiten gegoogelt. Eigenartige Geschichten, Magen-Darm, Atemwegsgeschichten. Wo kommt das her? Normalerweise haben wir Weihnachten, das Fest der Familie, der Liebe. Viele treffen sich. Man war auf den Weihnachtsmärkten, man hat Glühwein getrunken. Die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit ist eine wunderbare Zeit. Eine wunderbare Zeit. Man trifft Leute, man hat Spaß. Dann kommt Weihnachten, das Familienfest, das Fest, ja, das Fest des Neubeginns, wenn man so möchte. Ein christliches Fest, ein sehr wichtiges Fest. Ja, andere Religionen feiern andere Feste, aber ich rede jetzt über Deutschland und über die Niederlande, also über die EU eigentlich, alle Länder, Spanien, Frankreich auch. Ein christliches Fest mit der Familie beisammen sein, gut essen, gut trinken und auch ein bisschen vielleicht darüber nachdenken, wie das Jahr war, was man besser machen kann. Und dann kommt Silvester, auch eine Riesenparty mit Böller. Ob die sein müssen, das muss jeder für sich überlegen. So ein bisschen schönes Feuerwerk, was nicht unbedingt viel Krach macht. Warum nicht? Warum nicht? Aber alles geht in diesem Jahr nicht. Und dann kommt der Januar. Der Januar ist der graue Monat. Da haben die meisten gar keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Es ist irgendwie alles grau. Bisschen Schnee manchmal in manchen Gegenden. Das macht wiederum Spaß. Aber man freut sich. Worauf freuen sich vor allen Dingen die Rheinländer, aber auch die Hessen und auch die Menschen in Süddeutschland. Da heißt es anders. Da heißt es Fasnacht. Und im Rheinland heißt es Karneval. Karneval ist die Zeit, in der man noch mal so richtig, richtig Spaß hat, tanzt und lacht und Umzüge und sich verkleidet, in eine Rolle schlüpft, die man normalerweise nicht annehmen kann. Jeck sein. Richtig Jeck sein mit Freunden. Ich gebe zu, ich bin nicht der absolute Karnevalsfan. Nie gewesen, weil ich Massen nicht so mag und weil ich auch immer in meine Rolle schlüpfen kann, in der ich schlüpfen möchte. Aber das macht nichts. Es gab auch Jahre, in denen ich richtig Spaß hatte im Karneval. Richtig, richtig Spaß, wie gesagt. Obwohl ich nicht der Karnevalsjeck bin, aber so ist das halt im Karneval. Wenn man sich verkleidet, man trifft sich mit Freunden, dann macht man mit. Und dann macht es auch richtig Spaß. Und da ich Zwilling bin, wenn es Spaß macht, dann macht es auch noch immer ein bisschen mehr Spaß. Dann gehe ich ganz darauf ein, lass mich voll darauf ein und lebe aus vollen Kräften und schöpfe aus dem Vollen. In diesem Jahr ist das nicht. Auch das ist den Menschen genommen. Dieser Januar, dieser graue Januar, den ich überstehe mit dem Gedanken daran, dass ich mich ein bisschen vorbereite auf Karneval, Kostüm aussuche, vielleicht noch ein bisschen Schminke, noch eine Boa oder was auch immer, eine Perücke, die ich dann anziehe. Dieses Vorbereiten, diese Vorfreude, ne, Sie kennen das, Vorfreude ist die größte Freude. Die haben wir in diesem Jahr nicht. Also ist nichts da, um sich darauf zu freuen. Es ist eigentlich gar nichts da, um sich darauf zu freuen. Denn keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, wie lange die Situation dauert.
dauern muss. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Menschen verzweifeln. Und mein Ratschlag, den ich ja in allen Videos gebe, der Ratschlag, wirklich, versuchen Sie trotz allem mit dem kleinen Grüppchen, was Sie haben, mit der kleinen Familie, jetzt dürfen Sie ja nur noch eine Person außerhalb des Haushalts treffen, versuchen Sie eine Person so oft wie möglich zu treffen und mit den Leuten in Ihrem Haushalt zu Hause Karneval zu feiern und nicht nur bald, wenn der Karnevalszeitpunkt angetroffen ist, sondern machen Sie aus jedem Tag zu Hause Karneval. Karneval. Überlegen Sie, was Sie tun können, damit es Ihnen gut geht. Ja, es ist schwer, ich weiß es. Ich versuche auf diese Art und Weise auch immer, meinen Sohn und einige andere, die zu Hause sind, aufzubauen. Macht Spaß. Macht es euch schön zu Hause. Nicht auf der Couch sitzen und Chips in euch reinfuttern. Vor allen Dingen, wie gesagt, 10 Minuten tanzen am Tag. Bitte, macht es. Nicht für mich, für euch. 10 Minuten tanzen am Tag. Volle Pulle Musik an. Und wenn die Nachbarn sagen, es ist zu laut, Tür auf im Haus, im Gemeinschaftshaus. Alle tanzen in ihrer Wohnung. Macht einen Tanz von oben bis unten. Sucht euch eine Musik aus, die allen gefällt. Vielleicht sogar jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt. Überlegt Aktionen, die möglich sind. Auch Aktionen gemeinsam. Auch wenn es nicht gemeinsam geht. Jeder kann ja in seiner Wohnung bleiben. Die Wohnungstür auf, Musik an und tanzen. Jeder in seiner Wohnungstür. Eine Idee, eine Möglichkeit. Menschen sind kreativ und Menschen überleben, gerade in ganz schwierigen Situationen. Danach kommt wieder das ganz große Licht. Versprochen.